Leseratten und willkommen zu den Neuzugängen. Willkommen zu den Neuzugängen. Und willkommen zu den Neuzugängen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem etwas verspäteten Neuzugänge-Video. Ich habe diesen Monat einfach verpasst, Videos zu drehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Egal. Fangen wir einfach an mit den Neuzugängen. Es sind ein paar mehr geworden als letzte Monate. Aber trotzdem noch wenig genug, dass ich damit klarkomme. Aber es ist halt trotzdem ein ordentlicher Stapel geworden. Fangen wir mit dem ersten Buch an, das jetzt, das ich aus der Bücherbox habe, aus der Bücherzelle. Ich habe von dem Buch schon viel Gutes gehört. Und als ich dann da stehen sehen, habe ich gedacht, ich nehme es mit. Es ist der erste bei einer, ich glaube, neunteiligen Reihe, wenn es die sogar mehr werden. Ich weiß es nicht, ich glaube, es sind im Moment neun Teile. Und es ist die Glücksbäckerei, das magische Rezeptbuch von Catherine Littlewood. Genau. Es glitzert auch so wunderschön. Ich weiß nicht, ob man das jetzt... Ja doch, das müsste man sehen können, dass es tatsächlich glitzert. Zum Glück in Silber und nicht in Gold. Ich bin ja eher so das Silbermädchen. Ja, ich habe bis jetzt noch nicht also viel Gutes davon gehört. Ja, aber ich wusste nicht, worum es eigentlich geht. Habe es deswegen einfach mal mitgenommen. Ich hatte viel Gutes gehört. Ich nehme es jetzt mit. Es ist halt da, wenn es doof ist, kann ich es immer noch wieder wegpacken. Genau, deswegen ist das Buch zu mir gekommen. Dann habe ich, was ich seit Monaten lesen wollte, das Buch gekauft. Es ist umsonst bei Amazon, weil es eine Kurzgeschichte ist. Und zwar die Buchhandlung in der Percival Road von Mary E. Garner. Das ist der Vorband, also die Vorgeschichte zu das Buch der gelöschten Wörter. Ja, das habe ich mir geholt. Weil ich es endlich lesen wollte, vor allem auch den ersten Band endlich lesen wollte. Deswegen zog das bei mir ein. Dann habe ich ein Buch bekommen, ziemlich zu dem Zeitpunkt noch nicht gerechnet habe. Vor einiger Zeit hatte Lisa mir ein Foto geschickt mit den Büchern, die sie aussortiert hatte. Und da habe ich eins gesagt, so, oh, das fehlt mir noch. Und dann hat mir ausgemacht, okay, ich muss den Band davor noch lesen. Und wenn ich das gemacht habe, dann bekomme ich das Buch. Aber sie wollte es dann endlich loswerden und nicht mehr zu Hause rumstehen haben, also hat sie es mir dann halt zu Ostern geschenkt. Die Rede ist von Schatten von Ursula Posnanski. Ich muss dazu sagen, ich habe ein Zertifikat dazu bekommen, dass dieses Buch eigentlich kein Subbuch ist. Und wie heißt das? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Wie heißt das genannt? Hiermit wird bestätigt, dass die vorliegende Ausgabe des Buches Schatten von Ursula Posnanski eine subfreie Ausgabe ist. Subfreie Ausgaben von Büchern dürfen bis zu ihrem Verschlingen im Regal stehen, ohne auf den Sub gezählt zu werden. Aber ihr wisst, ich bin trotzdem so, ich zähle trotzdem auf den Sub. Es ist für mich ein Subbuch, egal was das Zertifikat sagt. Und ja. Da habe ich jetzt alle Bücher der Reihe hier. Es geht leider, glaube ich, danach nicht mehr weiter. Es ist der vierte Band von Beatrice Caspari und Florian Wenninger. Schauen wir mal. Dann waren Lisa und ich wieder bei Karlchen gewesen. Und diesmal endlich. Wie lange habe ich danach gesucht? Wie lange habe ich denn gehofft, dass ich das Buch finde? Gab es ja immer nicht. Aber diesmal endlich. Den dritten, vierten... Was ist es denn? Vierten Band, mein Gott. Auch im vierten Band, ist ja verrückt. Die Schule der magischen Tiere. Frech finde ich allerdings, dass das noch die Ausgabe ist, die 12 Euro kostet und den Aufschlag aufgemacht haben mit dem neuen Preis von 14 Euro. Weiß ich nicht, ob das einfach so geht. Auf dem Buch selbst steht noch 12 Euro. Aber egal. Habe ich nun endlich. Dann habe ich bei der Buchhandlung Graf bestellt, oder vorbestellt, und zwar Blackbird Academy von Stella Tuck, der erste Band, Töte die Dunkelheit, genau, der Auftrag einer Trilogie, und einem wunderschönen Buchschnitt, und in dem Fall natürlich auch signiert, mit einer tollen Karte im Inneren, und dazu gab es auch noch, wo sind sie denn? Hinten. Die Charakterkarte. Ja. Genau. Und
Und ich habe dann irgendwann durch Zufall gesehen, dass das Ding über 600 Seiten hat. Es sieht nicht ganz so dick aus. Aber es war so ein Moment abschreckend. Ja, das habe ich dann neu. Und also das war eins der wenigen Bücher, oder eins von zwei Büchern, die ich wusste, dass sie in dem Monat ankommen. Und dann habe ich von der Freundin meiner Mutter im Geburtstag, der Geburtstagfeier von meinem Vater, zwei Bücher geschenkt bekommen. Und zwar die ersten Bände einer Trilogie, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Sie kam mit diesen Büchern an und sagte, so, hier, lese Nachschub für dich. Ich bin so, ne? Das ist übrigens die gleiche, von der ich vor Jahren mal Pferdeflüsterer geschenkt bekommen habe, was ich ja jetzt erst vor nicht so allzu langer Zeit gelesen habe. Und dazwischen gab es nichts. Ich habe von ihr kein weiteres Buch geschenkt bekommen. Meine Mutter schon eher, ich nicht. Ja, diesmal sind gleich zwei. Und zwar zum einen Ein Augenblick für immer, das erste Buch der Lügenwahrheit von Rose Snow und der zweite Band, der nicht ganz so hübsch aussieht wie der. Ja, da überlege ich, wie gesagt, noch, ob ich das irgendwie mal umtausche. Ich habe schon mal geguckt, so günstig gibt es den zweiten Band auch gar nicht. Also irgendwie gebraucht oder sowas kostet er auch noch extrem viel oder gibt es gar nicht. Falls jemand den zweiten Band als Hardcover hat und nicht mehr haben möchte und vielleicht mal einen Teil abzugeben hat, gerne her damit. Oder ich tausche auch gegen das hier. Genau, also habe ich das erste Buch der Lügenwahrheit und das zweite Buch der Lügenwahrheit. Genau, ich habe auch von der Reihe nur Gutes gehört und ja, habe mich deswegen sehr gefreut. Ich habe auch, wie gesagt, erst gar nicht erkannt, dass das beide Bücher zusammengehören. Das habe ich erst beim zweiten Hingucken gesehen. Und kurz vor Ende des Monats, jetzt muss ich mal kurz gucken, wann, am 25. Doch, das kam noch früher. Am 27. käme es erst raus. Ich habe gedacht, so, weil es Blackwood Academy auch ein bisschen später kam, würde ich diese Sendung von der Buchhandlung Graf auch erst im Mai bekommen. Aber es kam den noch vor dem Erscheinungstermin an. Und zwar die Ravenhall Academy. Es war sehr akademielastig. Ja, auch das mit einem wunderschönen Buchschnitt und signiert. Und ebenfalls mit Karten. Genau. Und ebenfalls, Moment, einer tollen Karte. Ja, auch das kam dann bei mir an. Ich meine, es steht Akademie drauf, ne? Bei beiden Büchern steht Akademie drauf. Schreibakademie auf dem Buch und ich bin dabei. Wie ihr wisst. Genau, das waren meine Neuzugänge. Und acht Stück an der Zahl. Immer noch unter 10. Alles unter 10, das ist super. Und ja, vielleicht habe ich das ein oder andere Buch davon auch schon gelesen. Wir werden sehen. Okay, das werdet ihr im Lesemonat erfahren. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr im April für neue Bücher bei euch einziehen lassen habt. Ansonsten, wie gesagt, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.